Ah, hab schon. Hallo, na? Nimmst du schon auf? Nein. Nein, oh nein. Willkommen zurück zu Let's Play! Test für Tejia. Tejia, genau. Gia. Extended. Extended. Was war das hier? War Kirche. Eine Kirche zu Haramel. Haramel. Kirche zu Gott. Was ist das? Das sieht aus wie ein Elvin. Noch schwuler, aber. Die meisten Leute gehen in die Kirche, um zu beten. So ein Hund. Nein, echt. Schubs ihn ins Wasser. Schubs ihn ins Wasser. Oh, ach, schade. Yeah, mein Spiegelbild. wir haben Seile gekauft und Spitzhacken und hier geht's nur noch raus aus der Stadt. Da geht's dann Richtung. Nein, keine Spitzhacken. Keilhacken. Ach, komm, ist doch scheißegal. Da warst du noch nicht drin. Stimmt. Hier ist Waffenladen. Also Rüstungsladen. Okay. Rüstungsladen. Hey, hier. Hallo. Hier. Ringhemd. Okay, hab ich schon. Hab ich. Haben die schon. Hallo, Kinder. Mint hat noch kein Mithra. Okay, na dann. Kriegst Mithra? Ist es nicht Mithra? Nein, soll ich das in Papier oder Plastik einwickeln? Die haben schon Plastik zu dieser Zeit. Wann ist das ja? 4000? Ich was? Weiß nicht genau. Aber dieser Hut von den Bischöfen heißt doch Mithra und nicht Mithra. Keine Ahnung. Das Jahr kommt übrigens nochmal vor, auf jeden Fall. Ja, das war 4000. Das ist doch schon gekommen. So. Soll ich das in Papier oder Plastik? Junge, ich habe gar nichts gekauft. So, Waffenladen. Blarks. Was können wir denn kaufen? Können wir eine Überwaffe kaufen oder so? Willkommen in der Dunkelheit. Nein, ich habe ja eine Überaxt, deswegen. Kampfaxt, genau die habe ich ja. Halbmondaxt? Alter. Scheiße. Auf die. Ist das eine, ist das eine Lanze? What eine helle Bade? Nein, das ist eine Axt, Junge. Ja, aber du. Ja, hast... es sieht so aus wie eine helle Bade, aber es ist trotzdem. Ja, Axt. Und außerdem ist. Dieb ziemlich schlecht damit. Das heißt, du musst stechen. Willkommen! What the fuck war jetzt los? Es war ein Riesenlag und deswegen habe ich die Aufnahme neu gestartet. Es sind doch 2 Minuten vorbei. Es laggt die ganze Zeit. Warum? Weil, jetzt pass mal auf hier. Ja, natürlich Latency 2. Mein Gott, braucht doch kein Mensch. Hey, so. Kann man vorher aus so. Nein, weil ich wieder auf 3 gestellt habe. Auch beim letzten Mal, Blacks. Ja, wir haben die Kampfaxt verkauft. Kann das sein? Haben wir sie verkauft? Willkommen, Kinders. Habe ich jetzt schon die Dingens angelegt? Ja, habe ich schon. Okay. Jetzt haben wir eine Überwaffe und. Damit musst du doch jetzt zustechen, oder? Nein, zuschlagen. Stechen ja, ist mit einem Schwert. Nur 10. Ja, der Hieb ist der Stich. Was? Attacke ist Angriff. Also der Hieb ist nicht schwach. Ja, das verstehe ich auch nicht, aber naja. So, jetzt hier endlich mal so ein Schwachsinn. Zu Sylph, zu den Windelfen oder so in Kampf gegen Harpien. What the? Die macht ja Überdamage. Alter, wie geil. Alter, wie geil. Momentan hielt Level ab. Alter, hast du gesehen, wie viel Überdamage ich mache? Ich komme wieder. Bam. Och Mann. Ja klar, ne? Ich hau Steine kaputt, die explodieren, das macht so viel Sinn. Blah. Kampf. Wow. Jetzt werden wir, glaube ich, mit Kämpfen überschüttet, aber Ukares, denn Kämpfe sind toll. Und so. Boah. Fu. Bam und abgewehrt und tot. 44 Erfahrungspunkte und viel zu viel Gold und yay. Ich habe jetzt so eine Überwaffe, damit bin ich froh. Okay, was war das? War irgend so ein Windstrom. Eingekreist. Was mache ich? Das wollte ich eigentlich nicht. Okay, dann machen wir es so. Slow Lightning. Frump. Und BAM. Und jetzt nochmal. Slow Lightning. Slow Lightning. Oh, fuck, meine Stimme kackt dabei ab. Egal, haben wir gerade einen Apfelbaum gekriegt? Ich glaube schon, okay. Ist da Wind? Da ist Wind. Und da sind Elfen. Machen die Elfen. Hey, guck mal, da ist eine Truhe. Blaues Band gefunden. Ach, ich weiß, was das macht. Aber ja, gut, ich zeige es einfach mal. Hier, es ist ein blaues Band. Ein mehr blaues Band. Mehr nicht. Ein Helm übrigens.
Kaktus sind. Ja, total. La 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 la. So, bam. Und bam. Komm, komm ich dir noch ein bisschen mit. Du musst doch deinen eigenen Charakter synchronisieren. Ach, ich glaube, er ist gerade gar nicht da. Ich höre nämlich komische Stimmen im Hintergrund. Wahrscheinlich wurde er gerade angeschrien oder so, keine Ahnung. So, und mir wird... Was? Mir wird schlecht. Wem wird schlecht? Was soll? What? Über Bossmusik? Vier Sylphen. Okay, noch drei Sylphen. Noch zwei Sylphen. Ja, die greifen auch an. Okay, die beiden oben da, die sind ein bisschen über, aber auch nicht so das Problem. Nee, eigentlich gar nicht. Okay, die Sylphen sind tot. Okay, Jaya Heat Level Up, klar, fucking Lester. Und eine Runenflasche. Zwei Runenflaschen, wie geil. Bin ich denn jetzt Level 11? Weiß ich nicht, Sylph. Meine befreundeten Sylphen verlieren die Kontrolle aufgrund der Luft, die aus dem Reich der Magie strömt. Es sickert aus einigen Rissen in der Höhle heraus. Gut, der Wind ist weg. Reich der Magie? Das ist Shoki. Shoki? Ich finde den Namen so geil. Das ist Shoki. Krankheit aufgrund einer Überdosis Luft. Überdosis Luft aus dem Reich der Magie. Shoki? Die Schokolade? Das heißt, die Sylphen haben den Verstand verloren? Jetzt hat gerade ein Teil geschrien. Was ist Shoki? Hat er doch gerade erklärt. Das ist so. Da! Er sagt's nochmal! Er hat's doch gerade. Das ist Luft aus dem Reich der Magie. Dieser Berg muss irgendwie mit diesem Reich verbunden sein. Irgendwo müssen sich da Risse gebildet haben. Die Luft. Junge! Mach die Boxen aus, falls du Boxen an hast. Nein, ich hab gerade nur übel laut eingestellt. Ja, die Luft strömt aus diesen Rissen und die Sylphen atmen sie ein. Oh mein Gott! Menschen können das eine Weile lang aushalten, aber magische Wesen nicht, wenn sie nicht daran gewöhnt sind. Was hast du gerade getan? Der Regler von meinem Headset ist runtergefallen. Ach, dumm. Dann werden sie verenden, wie die anderen. Ausrufezeichen. Dumm. Einfach nur dumm. Okay, dann reparieren wir die Risse. Such nach den Löchern im Erdboden. Alles klar. Komm, kein Problem. Ne? Klar. Machen klar. Wir. Dann ganz stopfen einfach. Wir Kinder rein. Wieder zwei Harpien. Oh, die Auswahl an Gegnern hier ist wirklich... Also, ja. Überdimensional. Ja, das ist schlimm. Ja, und die Gegner sind auch so stark vor allem. So, haben wir nicht irgendwas bekommen oder so? Nö. Bin ich klar, fucking Destro? Achso, du wolltest du bist Level 11 jetzt. Yeah. Du hast die Techniken Psion-Blitz, Blitzschlag und Doppelkick. Ich sollte mal Psion-Blitz und Doppelkick auf 100% bringen. Sag mal, wie viel hat er eigentlich? Psion-Blitz ist bei 85 und Doppelkick ist bei 42, okay. Yeah. Bei fliegenden Gegnern kann man das halt nicht verwenden. Oh, wir können speichern. Nice. Oh, bei einem David-Stern. Ja, bei einem Stern. Warum war ein Slot frei? Ich will's gar nicht wissen. Das ist ein Wirbelwind. Was? Echt? Da wäre ich nicht drauf gekommen. Ob die Sylphen ihn wohl gemacht haben? Ja, also die Sylphen sind unter Kontrolle von Shoki oder so. Keine Ahnung. Das waren die Illuminaten. Und deswegen können die Sylphen sich halt nicht selber kontrollieren und machen irgendeine Scheiße. Naja, aber sie können nichts dafür. Deswegen müssen wir jetzt Shoki aufhalten, was immer Shoki ist. Ich habe das noch nie ganz verstanden. Egal. Blarks. Wow. Das hast du ja toll gemacht. Ja, man kann aber diesen Wirbelwind, man muss sich verletzen irgendwie. Es geht nicht anders. Schaden? Ja, es macht Schaden. Apien. Bam. Ich sterbe. Und bam. Und sieht man auch irgendwann mal den Game Over Screen? Mal sehen, mal gucken. Das werden wir sehen, wenn ich sterbe oder. Nee, das passiert ja nicht, weil du hast ja jetzt Gottes Beistand. Stimmt. Und eine Überaxt. Ist Gott nicht dein Verfechter? Ist Gott nicht dein Verfechter aller Waffen? Hallo? Naja, nicht unbedingt. Also, er hat ja zum Beispiel. Zum Beispiel musste ja. Zum Beispiel musste ja David 1000 Leute umbringen, damit er irgendwie. Was? König? Damit er irgendwas geworden ist. Musste er 1000 Leute umbringen.
Double Kill! Was? Warum ist der Screen gerade so nach rechts gemoved? Wahrscheinlich, weil du in die Richtung gesprungen bist. Ja, wahrscheinlich. War ein kleiner übler Glitch. Hier können wir doch nicht lang, weil uns David wieder zurückdrücken würde. Deswegen in diese... Lag. Lag. Na, 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 bam. Und... Wow. Und wow. Komm. Yeah. Wie awesome ich halt bin. Und bremsen gelernt. Total. Mint, du musst dich bremsen. Du darfst nicht so viel... Also, bisschen langsamer, nicht so schnell. Nein, ich kann sie nicht berühren, schade. Kannst speichern? Ich kann speichern. Seit wann kann man in diesem Spiel so oft speichern? Keine Ahnung, willst du in mir abspeichern? So. Oh mein Gott, andere Gegner. Guess. Guess. Geil, da kann ich auch mal ein bisschen hier Fähigkeiten wie... Majinken. Majinken. Mein Schinken vor allem. Majinken. Ja, links rum. Bam! Majinken! Und... Und nochmal einen hier links rum. Raffaello. Ja, links rum. Was, Raffaello? Ja, wenn Mint mal wieder einen Raffaello macht. Ah ja. Okay, wir müssen hier lang. Hier können wir einen Seil hinlegen und dann können wir hier runter. Weißt du, wie das aussieht? Oh Mann, ich will gar nicht wissen, was du schon wieder im Kopf hast. Bam! Dreamcast. Was, ein Dreamcast? Was ist damit? Erzähl doch eine Anekdote aus deinem Leben. Ich will ein Dreamcast. Das ist keine Anekdote, das ist nur ein Wunsch von dir. Ich hab heute geträumt, ich hätte einen Dreamcast und dann hab ich Shenmue und Marvel vs. Capcom 2 gespielt. Bam! Und dann hab ich geschaut, was das für Anschlüsse hatte und hab mich gewundert, weil das keinen Stromanschluss hat. Oh. Okay. Das hat aber einen Stromanschluss. Ich weiß nicht, warum ich das geträumt habe. Naja, Traum ist immer ein Mischmasch aus allem Möglichen, was du erlebst und so weiter. Und dann wollte ich das noch anschließen, aber irgendwie hat mir so ein Dingens gefehlt, damit man das auf SCART anschließen kann. Aha. Mhm. Verstehe. Und irgendwie konnte ich das dann einfach so reinstecken. Frag nicht warum. Du hast komische Träume, weißt du das? Ja, wir können hier bärmsen. Ich weiß, und dann habe ich Marvel vs. Capcom 2 gespielt und dann wurde ich online von allen runtergezogen. Ich habe eine Spählinse gefunden, die sowas von gar nichts bringt. Naja gut, für ein paar Endbosse kann man so benutzen, aber sonst ist sie ja unnütz. Majinken! Ach, er ist schon wieder, kann das sein? Er ist schon wieder off, weil gemutet, weil, keine Ahnung. Weil seine Mutter irgendwie nach ihm schreit oder so, was weiß ich. Ja, jetzt machen wir ein paar Guests platt. Also wir sind jetzt in dieser Höhle von Sylph, Chibi, da Klaas hat ein Level Up und eine Medizinflasche, die uns gar nichts bringt. Wir sind in dieser Höhle und ja, wir müssen Shoki aufhalten. Shoki ist Luft, die aus dem Reich der Magie strömt und irgendwie ist das eine ganz komische Luft, die ist nicht gut für die Sylphen. Und jetzt müssen wir die Sylphen befreien, damit, beziehungsweise Shoki irgendwie auslöschen, damit die Sylphen wieder normal leben können oder sowas. Keine Ahnung. Aha. Who cares? Oh, ich habe... Meine Eltern wissen nicht mal, wie man eine Dia-Show macht. Aha. Ich habe einen Meister Eder von Mint gerade bekommen. Einen Raffaello? Oder so. Ja, und irgendwie... Und irgendwie der Internetanschluss vom Dreamcast, das war irgendwie so ein... wie von so einem Mikrofon... wie von Lautsprecher der Anschluss. Der hat genauso ausgesehen. Aha. Ich habe echt komische Träume, ne? Ja, total. Ach Junge, ich habe auch manchmal komische Träume. Ich will sie nicht wissen. Nicht? Nein. Okay, erzähl. Ich weiß nicht, mir fällt gerade keiner ein. Bam. Und nochmal ein hier links rum. Hier links rum. Und nochmal ein... Jay, du kannst wirklich gar nichts, ey. Ja, du bekommst ständig einen Raffaello von Mint zugeschmissen, weil du so schlecht bist. Raffaello. Klingen! Aber Klingensturm bringt mir gar nichts mit der Axt. Aber ich kann sie ja trotzdem dann mal zeigen, die Technik. Also hier, Klingensturm. Penetriert. Penetriert den Gegner mit vielen kleinen Stichen. Oh Mann, ja, ich kann es dann ja mal zeigen. So, hier können wir hoch.
Wie findest du es eigentlich, dass ich zwei NES habe und du gar keins? Total bescheuert, die Gang Rape Mint. So, soll ich mal einen Guest penetrieren? Natürlich. Nein, falsche Taste. Die Attacke ist aber awesome, bringt mir aber mit der Axt gar nichts, wie du siehst. Mit der Henne Bade? Ja, wie auch immer. Wird immer noch als Axt dargestellt. Guck dir diese Zombies mal an, die sehen so dumm aus, diese Gas. Ist echt so. Moment, das sind so nicht die Typen aus dem von Minecraft, die einen immer abschießen im Nether? Ja. Solche Hurensöhne. Töte sie. Alle. Aber sie sind komplett anders eigentlich. Ja, yeah, jetzt können wir hier sie diese, von... Diese Viecher sind nerviger als Creeper. Helft mir. Helft mir. Helft mir. Tötet mich. Tötet mich. Bumm. Was zur... Okay, das hat den Zylfen geheilt. Aber er ist schon wieder tot. Oder sie. Sind Zylfen eigentlich immer weiblich? Ich weiß nicht, was Zylfe ist. Runenflasche, hey, wir können mit der Runenflasche ja mal was verbessern. Ja. Bäm, so, wir haben sie gerettet und so. Und hier können wir auch lang und... Gegner. Guests! Töte sie alle. Maschinken! 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 Schinken! Du magst Schinken? Du bist gerade sehr, sehr leise übrigens. Tut mir echt leid, aber... ja, was will man machen? Ja, hier so... Psion-Blitz gemeistert, endlich. Wie geil. So, nur noch der Doppelkick und dann kann ich den Psion-Kick. Betreten Sie eine magische Welt, die aus unglaublich detaillierten und lebendigen vorgerenderten Hintergründen besteht. Final Fantasy 7. Nein. Nicht. Was dann? Final Fantasy 9? Ja, meine ich ja. Hallo. Gibt's in Tales of Phantasia keine magische Welt? Es ist eine magische Welt. Die aus detaillierten und vorgerenderten Hintergründen besteht. Sowas gab's damals nicht, Junge. Oh. Drachenschild und Bernsteinmann. Haben wir beides schon, oder? Und was ist mit Donkey Kong Country? Das war nur ein Werbeslogan. Das muss ja nicht unbedingt wahr sein. Ja, wir haben schon... Das war das eins. Uhr, bitte. 17. Super. 2,5 Minuten schon den Cut gemacht. Schön. So. Was ist denn... Wow. Alter, ist er gerade sehr, sehr gelackt. Bam! Findest du das hier gerade sehr spannend, die ganzen Kämpfe, oder? Ja. Was? Wie viele Kämpfe hast du schon gemacht? Geh mal ins Menü und schau. Schon 100... Wow! Das ist ja ein toller Zeitpunkt, um nach Kämpfen zu... 150. Fehlt noch ein und dann haben wir alle Anzahl der Pokémon. In der ersten Generation. In der ersten Generation. Ja, das sind die einzig wahren Pokémon, ja. Ja, das sind die, die jeder auswendig kann. Ja, was heißt jeder auswendig? Was du da hinten? Ich konnte die nie auswendig. Ich konnte alle, aber ich konnte die nicht auswendig. Ich schon. Bis zur vierten Generation. Jetzt ab der fünften keinen Bock, mir alles in der mehr. Reihenfolge. Was soll in der Reihenfolge? Nein. Nur die ersten 10 oder so. Ja, die ersten 10, da sind die Starter-Pokémon in der Reihenfolge. Ja, und was kommt als nächstes? Taubsi oder Radfratz? Taubsi? Ja. Oder? Oder war es nicht irgendein Käfer-Pokémon? Ach, egal. Keine Ahnung, ich habe eher das Album irgendwo nicht. Nein, die Komplettlösung. Aber ich finde die schon seit ein paar Jahren nicht mehr. Ich könnte mir mal eine heilige Flasche einwerfen. Ich glaube, das mache ich jetzt auch. Lalalala. Nein! Falsche Flasche! Na ja, toll, jetzt habe ich gleich zwei reingeworfen. Alter, jetzt können wir hier durchracen. Hallo, hör mal auf damit. Okay. Jetzt müssen wir nur noch den hier links rum meistern. Hier links rum. Das hört sich überhaupt nicht an wie hier links rum. Ja, egal. Dann ist hier linkem. Was? Das hast du nur von Frank. Nein, Frank hat das nämlich von einem Abonnenten, der das geschrieben hat. Und der hat das nur ein einziges Mal gesagt oder so. Ich weiß nicht. Oh, ich bin vergiftet. Ganz toll. Nein, der hat das ein paar Mal gesagt. Medizinflasche. Ja, toll. Medizinflasche bringt mir aber nichts. Frank hat das ein paar Mal gesagt. Ich brauche die Heilflasche. Bing. Und schon aber du warst nicht der Abonnent, oder? Da war ich noch nicht Abonnent, nein. Also hast du das nicht gefunden. Und du bist es ohne Frank nicht.
Ja, und, mein Gott. Ich habe einen Meister Eder bekommen. Meister Eder. Nein, du hast einen bekommen. Ich bin in diesem Spiel gar nicht voran. Ja, ich steuere den Shaker. Also. Ja, genau. eigentlich wollte ich mich als Sklave einbringen. So richtig arrogant, aber halt mit viel gehobenem Wissen. Und der Intelligente der Gruppe, verstehst du? Dann nenn ihn halt Thorsten. Nein, Thorsten passt gar nicht rein. Dann nenn ihn Thorsti. Passt auch nicht rein. Thorsti wollte ich ihn nennen, also T-H-O-R-S-T-Y. Aber passt nicht rein. Dann nenn ihn einfach nur Thorsti. Passt auch nicht rein. Dann nenn ihn Tobi. Nein, warum denn? So halt. So dumm, weißt du das? Warum? Das wird bestimmt rausgeschnitten, aber wahrscheinlich nicht, weil ich das wieder vergesse oder so, keine Ahnung. Warum willst du das rausschneiden? Das sieht man nur in einem Infovideo von dir. Und meinst du, da achten irgendwelche Leute drauf? Natürlich. Wer denn? Ja, ich. Ja, du hast aber keine Hobbys, bei dir ist das was anderes. Oh. Du müsstest doch das wissen, du bist ein Kellerkind ohne Hobby. Es gibt doch Leute, die keine Killerkinder ohne Hobbys sind. Was ist das hier? Ach, das ist Schoki, glaube ich. Bam! Bam! Oh, du bam. Musst die ganze Schoki auflecken. Bestimmt kann ich mit diesem Stein den Riss stopfen. Den Riss stopfen? Ja, mit so einem Stein wirst du in so einen Riss reinstopfen. Ja. Da bleibt bestimmt noch ein paar Höhlenräume frei. Naja. Außer du zerhackst ihn mit deiner helle Bade. Bam! Und? Die Kampfmusik ist cool. Ich mag die Kampfmusik auch. Aber die Bossmusiken sind geil. Ach, das ganze Spiel ist geil. Mein Gott. Ja, so, hier schieben, la 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 la, ich kann schieben und mir tut das Schoki überhaupt nicht weh. Ich dachte, Menschen können diese Luft eine Weile aushalten, warum sterbe ich dabei? Weil du eine Überdosis Luft hast. Oh mein Gott, ich dachte, das würde nur Vögeln was aus... Also, wenn das nur Vögeln... Warum sind dann hier Harpien? Warum können hier Harpien existieren? Wir sind mitten in Schoki drin. Vielleicht ist es genau andersrum. Wie genau andersrum? Dass Menschen das nicht überleben, sondern nur Vögel. Aha. Ich nehme mal ein paar Apfelbonbons. Apfelbonbons! Ups, ups. Ja. Ach, bam, 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 bam. So, jetzt sind wir ja komplett aufgeladen hier. Au, 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 au. Hier kann man wenigstens das Menü nach seinen eigenen Farbwünschen einstellen. Ja. Das konnte man bei den alten Final Fantasy Teilen auch noch. Tja. Und jetzt kannst du es nicht mehr. Aber was ist an Menüfarbe so interessant? Das ist doch scheißegal, wie die Farbe meines Menüs ist. Keine Ahnung, bei Final Fantasy 9 kann man nur zwischen zwei wählen. Und bei den anderen Teilen kann man das so definiert, also einstellen, wie mit den anderen. Irgendwie finde ich, dass das keinen Sinn macht, weil Schoki ist ja immer noch da. Das macht doch keinen Sinn. Hallo? Ach, egal. Oh, Schokolade. Schokolade. Eingekreist. Ups, wow. Schokolade. Aber Schoki ist noch nicht aufgelöst, weil das war jetzt nur das obere Stockwerk, aber es ist ja eine viel größere Höhle und da ist noch mehr Schoki. Ich will Schokolade haben. Schoki, nicht Schokolade. Und wann bist du in den Minen Morias? Wenn ich Level über Level bin. Oh. Axtawatte! Bam! Axtawatte? Axtawatte. Du hast fast keine TP mehr. Ach, who cares about TP? Bin ich vergiftet? Ja, du bist vergiftet. Komm, 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 komm. Ja, links rum. Willst du mir nichts geben, damit ich nicht mehr vergiftet bin? Ja, wenn der Kampf vorbei ist. Kannst du meine TP holen? Junge, jetzt nerv mich rum. Aber ich sorge mich um mein Wohl. Und? Du kehrst aber dein Wohl. So, und wo ist ein Orangenbonbon? Orangenbonbon. Oh, hier. Plops. Plops, so. Das muss gerade langen. Wehe, du willst noch mehr, dann. Kampf. Ich will Orangenbonbon haben. Wow.
Felix will haben. Na. Hallo. Was soll das? Jay, du. Du brauchst eine Lanze. Nein, es gibt keine Lanzen in diesem Spiel. Aber es gibt wirklich Schwerter, die sind überlang. Ja, ich weiß. Oh, runter da. Es gibt Dinge in diesem Spiel, die sind überlang. Genau wie das Reich der Magie in der Legende. Dieser Ort ist erfüllt von Schoki. Und es können auch Dämonen in der Nähe sein. Wenn wir auf einen Dämon treffen, würde ich vorschlagen, dass wir fliehen. Klar, wie recht du doch hast. Und jetzt? Ohne Schoki können sie hier nicht leben. Ja. Schokolade. Wie viel... Naja, geht schon, aber wir benutzen mal lieber hier Mint. Wir benutzen Mint, genau. Bremsen, das hat sie noch an? Warum das? Dichte. Verlangsamt einen Gegner. Brauchen wir nicht. Hallo, ich wollte... Nein! Oh, dumm. Den Zauber gibt's im Dungeon Keeper? Oh. So. Bing. Ich bin der Wichtigste, deswegen hier alle heilen. Ich bin der Wichtigste. Ja, meine ich ja. Mein Gott. Ich bin ja nicht vorhanden. Ich... Dumm, ich dachte, du bist... La 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 la. Oh, tschüss. Ein Höllen-L-Punkt? Ja, keine Ahnung was, aber eigentlich sollte es heißen Höllenteufel. Und diese Teile sind über. Du kannst sie nicht besiegen, das ist unmöglich. Versuch mal. Jedenfalls nicht jetzt, aber naja. Ja, dann bräuchtest du vielleicht ein komisches Item, mit dem du schneller abhauen kannst. Nein, ich kann doch schnell genug abhauen. Okay, die Anzahl an HP geht noch. Yes. Okay, wir haben noch ein bisschen, bis du deinen Cut machen musst. Lalalala. Hier längs rum. Mein Stuhl quietscht. Autsch. Bam. Bam. Lass mich halt bamsen. Lass mich doch die Guests ficken. Jame, willst du auch Guests ficken? Hallo? Nein. Nein. So. Minter hier das Level up. Hooray. Die Kommentation ist doch gerade übelst langweilig, oder? Mhm. Und die Stelle mit Mint kommt wirklich erst ganz am Ende. Oder nein. Viel später. Später. Auch nicht viel später, wir sind gar nicht mal so weit davon entfernt. Also. Yay. Aber ich glaube nicht, dass wir das noch in diesem Extended schaffen. Verdammt. Willst du unbedingt dabei sein, wenn die Stelle kommt? Na klar. Ja, dann mache ich davor halt einen Cut und dann mache ich die nächste Aufnahme dann erst, wenn du Zeit hast. Okay. La 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 la. So. Medizin verspricht auch kein Mensch, ey. So, wir müssen jetzt, hier ist ja ein Stein, ist klar, was wir damit machen müssen. Allerdings gibt es jetzt zwei Schoki-Löcher, die wir stopfen müssen. Hier ist es zwei Schoki-Löcher mit einem Stein stopfen. Ja, wir haben noch einen zweiten Stein, den bekommen wir noch. Ein Stein. La 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 la. Und tschüss. Der ist so überkrass, also wirklich, man kann das nicht schaffen, das ist unmöglich. Ich schaff das bestimmt. Nicht? Wie viel HP haben wir? Okay, es geht noch. Gut. Und Guests. Bam! Und hast du auch eine Anekdote aus deinem Leben? Nö, eigentlich gerade nicht. Von deiner letzten Woche im Praktikum? Ich war 2 Tage krank, also kann ich nicht viel darüber sagen. Ach, du warst 2 Tage krank? Ja. Mir ging es richtig schlecht. Ach, dann warst du wirklich krank. Ja, ich war wirklich krank. Und warum hast du dir dann nicht meine Videos angesehen? Weil ich richtig krank war. Ich war im Bett gelegen. Ja, das habe ich auch gemacht, als mir die Weisheitszähne schmerzhaft rausgerissen wurden. Nein, das war eigentlich nicht schmerzhaft. Warum hat Klaas so wenig Leben? Achso, weil Schoki trifft uns ja alle. Macht Klaas eigentlich irgendwas? Ja, wenn ein Gegner in seiner Nähe ist, dann schlägt er ihn mit seinem Buch. Der Typ ist so unnütz, den solltest du echt so nennen wie dich. Der Typ ist unnütz, das sagst du jetzt noch vielleicht, ja. Mint? Warum versteht er irgendwie irgendwann, wie man beschwört? Was? Weißt du irgendwann, wie man beschwört? Ich werde jetzt da noch nichts darüber sagen. Oh, es kommt eine Stelle mit Klaas, die werde ich so lieben, die wird so geil. Oh Mann. Fast so wie die Stelle mit Mint? Was? Ja, auf jeden Fall, weil die ist genauso geil. Alle sind fast tot. Alle sind fast tot. Bam. Nimm doch mal, steck doch mal etwas in deinen Sack. Dann kannst du dich doch regenerieren. Das,
Was war das jetzt? Ich weiß nicht, warum. Was war? Ganz plötzlich ist mein Fullscreen ausgegangen. Ich restarte meine Aufnahme. Du musst sowieso jetzt wieder mal null. Na. So, ich habe die Aufnahme restartet. Ja, wir haben noch 10 Minuten. Dann musst du gehen. Muss ich nicht. Ich warte einfach auf einen Anruf. Blab. Ja. Ja, musst du halt bei Epic Telefone gehen. Hallo. Jay, move your ass. So, danke schön. Face your ass. Alter, was geht ab, dieses scheiß Schoki? Nein! Was Reflex greift er hin an? Lalala, danke, dass du nichts gemacht hast. Weißt du jetzt schon, wie du die Hidden Characters bekommst? Nein, interessiert mich jetzt gerade auch nicht, wenn ich ehrlich bin. So, komm ich jetzt? Na, ja, jetzt bin ich eingesperrt. Ich will an diese scheiß Wand ran. Vielleicht solltest du die von der anderen... Na gut. Und BOOM! Wie in Minecraft. Okay, es geht noch, was wir noch so an Lebenspunkten haben. Heute ist der 13., oder? Heute ist der 13., keine Ahnung. Ja, dann dauert's ja gar nicht mehr so lange, bis die Vollversion rauskommt. Von Minecraft? Ja. Achso, naja. Am selben Tag, an dem der Toasty Now Let's Player for One Year ist. Moment, das ist doch schon, wenn das. Das ist schon, wenn das hier hochgeladen wird, Junge. Hm. Das stimmt. Ist schon 2 Tage dann her. Dann können wir das ja gar nicht mehr zu den Epic Toast Moments dazu nehmen, aber hier sowieso nichts. Talisman! Yay. Ich bin ja dabei, dann ist es natürlich immer schlecht. Wo könnten wir denn den Talisman hinhauen? Ach, den geben wir mal klar, hat ein bisschen mehr Verteidigung. Oh, fucking Lastor. Opalring? Defense der Träger bekommt er Defense. Okay, kriegt er den Ring und einen Umhang braucht er eh nicht, also. Und, wie sieht's? Apropos, ich habe ja Runenflaschen. Kann ich mal gucken, worauf ich die Runenflaschen anwenden könnte. Wo habe ich denn hier? Was haben wir denn so alles so für Items? Nichts Sinnvolles, offensichtlich. Können sie auf den Runen anwenden, vielleicht bringt das was. Nö, schade. Hallo, bist du noch da? Lavendel, deine Stärke. Roter Lavendel transformiert. Erhöht deine Stärkerate um 2. Sehr interessant. Ach, da geben wir das gleich mal dem Jay. Achso, hallo, bist du auch noch da? Ja, ich hab getrunken. Aha. So, wir haben Jays Stärkerate um 2 erhöht. Meister Eder! Und ich denke mal, wir hauen noch zwei heilige Flaschen rein. Und ich sollte vielleicht mich mal heilen oder so. Was haben wir denn so eigentlich? Haben wir noch einen Mixbonbon? Gerade war das Hintergrundbild wieder das Bild, das ich bei deinem Lied reingemacht habe. Aha. So, wir haben 2 Mixbonbons, die haben wir jetzt mal verwendet. Die meisten von euch werden das gar nicht wissen, aber ich habe mal für den Toast den Lied gesungen. Ja. Hört sich das jetzt nicht gerade irgendwie komisch an? Das war total toll, das Lied, ne? Oh ja, wie Apple. Warum sollte sich das komisch anhören? Keine Ahnung, so halt. Milch für den Toasty. Milch für den Toasty. Milch für den Toasty? Ja. Vergiss es einfach. So, können wir da kommen wir mit dem Stein gar nicht durch. Oh, bitter. Das heißt, wir müssen ihn von der anderen Seite ranschieben. Jay, move your ass. So. Du musst ihn von der anderen Seite schieben. So. Wir nehmen überhaupt keinen Schaden. Das bildet ihr euch nur ein und der Bildschirm leuchtet. Was zur. Ich sterbe. Mint. Tu deinen Job. Die hat schon eine Raffaello gemacht, die macht schon wieder eine Raffaello. Ja, muss sie ja. Ja, aber die ist ja halt sie ist lieber selber, als dass sie die anderen heilt. Muss sie ja. Das ist immer die beste Strategie, zuerst den Heiler heilen. Ja, aber natürlich heilt sie zuerst Klav, bevor sie dich, mich heilt. Ja, natürlich, sie mag die nicht so. Das ergibt irgendwie keinen Sinn. Naja, who cares? Der Klav nicht. Wenn der tot ist, macht's auch nichts. Who cares about Sinn? Apfelbonbons, wir haben ja noch 8 Stück, also. Hey, bam bam. Naja, Logik in RPG ist jetzt vielleicht nicht das Unnützeste. Ich meine, es hat ja auch einen Grund, dass das der Werteherr MG bewertet. Aha.
Aber es ist ein RPG, ich meine, das ist ein, spielt in der Fantasy-Welt und endlich, Schoki ist weg, oh mein Gott. Schokolade. So, jetzt kommt noch kein Höllenteufel mehr, jetzt kann ich... Nein, er macht ne... Nein! 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 Bitte nicht, bitte nicht, bitte nicht! Bitte nicht! Alle bitte nicht! Nein! Was soll das? Mann, der Jay ist gar nicht mehr da. Scheiße! Ja, Leute, wir müssen alles nochmal machen. Aber ich würde mal sagen, auch wenn das jetzt nicht lange war, ich habe jetzt null Bock mehr. Und wir machen das Ganze dann beim nächsten Mal. Nochmal. Und ich werde nichts schneiden. Auf keinen Fall. Kein Bock. Ihr Tod war das Ende aller Hoffnung für diese Welt, Blarks. Gut. Ja. Toll. Bis zum nächsten Mal. Euer Toasty Ciao und der Jay. Für den sage ich mal wieder stellvertretend Tschüss. Und ihr werdet ihn wieder hören, denke ich, ja. Also ciao, euer Toasty.